YouTube-Anzeigen, Philosophie und das Liebesleben. Wie das zusammenkommt, das reden wir hier in diesem Video. Denn ich habe die Philosophin Ada dabei, die mit YouTube-Anzeigen und einem ganz anderen Twist auf ihre Philosophie-Sicht ein Business aufgebaut hat. Hallo Ada, schön, dass du da bist. Hallo Miriam, schön, dass ich hier sein darf. Du bist studierte Philosophin. Jetzt denkt man sich da irgendwelche staubigen Bibliotheken. Du bist alles andere als staubig. Philosophie ist cool. Philosophie ist cool, genau. Philosophie ist cool. Und wir haben richtig coole YouTube-Anzeigen gemacht. Wie kommt man auf die Idee, mit Philosophie ein Business aufzuziehen? Weil das Herz es sagt. Nein. Einerseits natürlich habe ich Philosophie studiert und man hat erstmal das Gefühl, es ist eine brotlose Kunst. Und gerade ich war Anfang 20 und man muss eben dann schauen, was man daraus macht. Und bin ja erstmal einen ganz anderen Weg gegangen. War natürlich dann auch im Sozialwesen, habe mich noch weitergebildet, auch nochmal ein Studium im Mentoring gemacht. Und da hatte ich immer so diesen Traum, all das, was ich gelernt habe, also als Sozialarbeiterin, als Mentorin, aber eben halt auch als Philosophin, das zusammenzubringen. Und das ist eben dann dieses Herzensprojekt jetzt geworden, zu sagen, ja, ich möchte zeigen, dass man als Philosophin sich selbstständig machen kann, weil die Philosophie super, super wichtig ist, weil sie einen wahnsinnigen Schatz hat, der uns heute weiterhelfen kann und weil sie eben auch Räume eröffnen kann, Denkräume für sich selbst, aber auch für Gruppen, die es einfach meiner Meinung nach heutzutage dringender denn je einfach auch braucht für die Menschen, für ein gutes Leben. Absolut gutes Leben. Und du hast gesagt, Philosophie schult das Denken. Wie wir zusammengearbeitet haben, hast du auch gemerkt, dass YouTube-Anzeigen das Denken schulen, und zwar das Business-Denken. Absolut. Wie haben YouTube-Anzeigen und den Aufbau von YouTube-Anzeigen, den wir für dein Business gemacht haben, wie hast du vorher an Marketing und Kundenakquise, wie hast du daran gedacht und wie denkst du heute darüber? Also vorher dachte ich, uff, das ist einfach nicht meins, aber ich muss es jetzt scheinbar lernen und habe durch dein Programm und dadurch, dass man das eben halt auch nochmal anders runtergebrochen hat, gelernt, für mich nochmal aus einem anderen Blickwinkel darauf zu schauen. Auch wirklich zu sagen, okay, es ist vielleicht nicht etwas, was ich tun muss, sondern was ich auch gerne tun darf. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Mittlerweile schalte ich total gerne YouTube-Anzeigen und da bin dann total gerne beim Google Ads-Konto drinne und finde das super spannend, sich zu überlegen, wie kriege ich denjenigen auf der Straße dazu, mir zuzuhören, ohne ihn mit all dem, was ich vielleicht auch in meinem Kopf erstmal habe, zu erschlagen, sondern wirklich auf Augenhöhe mit ihm zu gehen. Und letztendlich ist genau das, was ich glaube ich auch, was ich oder ich meine, sagen zu dürfen, ja auch irgendwo Sokrates getan hat. Auch der ist einfach auf den Marktplatz gegangen und hat Leute angesprochen und versucht auch wirklich auf Augenhöhe mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und das habe ich eben dadurch auch nochmal YouTube-Anzeigen zu schalten und diese Anzeige auch zu schreiben, sich damit zu beschäftigen, auch nochmal viel bewusster wahrgenommen, dass es eben dieses Gehen auf den Marktplatz ist und zu schauen, hey, wie kann ich den anderen für mich interessiert, für mich interessieren, ja. Ja, also und es ist halt ein digitaler Marktplatz. Der Vorteil ist aber, du erreichst mehr Leute, als Sokrates es getan hat, damals auf dem Marktplatz. Ja. Der war natürlich nur sehr beschränkt auf seinen Marktplatz damals. Aber ja, es ist ein großer digitaler Marktplatz geworden, ja. Das ist Ja. natürlich großartig. Und deine Botschaft können wir wirklich an die Leute reinbringen. Und du hast auch gesagt, Kundengewinn, ja, damit muss ich mich jetzt irgendwie auch beschäftigen und eigentlich möchte ich das nicht. Da sind ja dann oft so Glaubenssätze hinter, die so eher negativ belegt sind, Kunden finden. Ich habe ja einen sehr positiven Glaubenssatz, was Kunden finden angeht. Wenn du ein gutes Produkt hast, dann ist es wirklich deine Pflicht, gutes Marketing zu machen, dass die Leute dich finden, denn die brauchen dich. Das ist so, wie ich Marketing denke. Wie hast du früher an Marketing gedacht und wie denkst du heute darüber? Also Marketing war für mich früher echt so also ein Thema, hat viel auch was mit Manipulieren vielleicht auch zu tun, irgendwie vielleicht auch was Unehrenhaftes, irgendjemanden etwas verkaufen zu wollen oder ihn dazu bringen, etwas zu kaufen, was er vielleicht auch gar nicht braucht. Etwas, was auch mit dem ich sehr gefremdelt habe, weil es vielleicht auch nicht, ja, ich weil man vielleicht Philosophin erstmal ist und gerne vielleicht auch verstaubte Bücher sich anschaut und vielleicht auch nicht der extrovertierteste Mensch ist, zu sagen, hey, hier bin ich.
Mittlerweile sehe ich das eben anders und das fand ich auch total toll, wie das in deinem Programm eben auch ist oder wie du mich und deine und Frauke mich auch da eben auch durchgeleitet hat und durchbegleitet habe, da auch mein Mindset shiften zu dürfen und zu sagen, nein, es ist wirklich was, ich habe ein gutes Produkt und das, was ich anbiete, hat Wert. Es hat nicht nur Wert für den Einzelnen, sondern ich glaube ganz, ganz fest daran auch einen gesellschaftlichen Wert, dass viel, viel mehr Leute sich mit Philosophie beschäftigen sollten, dass die Philosophie ein absolutes Imageproblem hat und dass ich das auch ändern möchte. Ich möchte Philosophie wieder sexy machen, so. Und dass es okay ist und dass es gut ist, damit, wie du auch sagst, dass es schon fast eine Verpflichtung ist, die Menschen dahin zu führen und zu sagen, hey, schaut euch das bitte mal an. Und wenn ihr das ja, für euch das Bedürfnis habt, dann ist das hier ein Angebot, was ich da mache, das wirklich gewinnbringend ist und das nachhaltig ist und dass es nicht nur für den Moment ist, sondern auch darüber hinaus. Ja, weil wenn man sich überlegt, was Philosophie ist, das ist ja das Gedanken über das Leben, über das gute Leben, wie kann Leben gelingen? Und dieser Hype um irgendwelche Lebensweisheiten oder Lifestyle-Coaches, den gibt es ja, aber wir haben eine ganz alte Tradition von sehr viel Weisheit darum, wie gutes Leben gelingen kann. Und du sagtest, das ist aber oft in einer Art und Weise verpackt, die für die Menschen nicht so zugänglich ist. Und das haben wir geändert in deinem Programm, das haben wir in den YouTube-Anzeigen. Wie haben wir das gemacht? Ah, da kannst du dich dann noch dran erinnern. Ja, wir haben erstmal geschaut, was ist wirklich das, womit die Menschen sich vielleicht auch identifizieren, wo sie drauf sie ansprechen. Was ist das Thema eigentlich, mit dem ich rausgehe? Und das war ganz klar dann plötzlich lieben zu lernen. Also das Thema der Liebe, was ganz, ganz jeder von uns beschäftigt sich mit Liebe. Aber was ist eigentlich Liebe und wie können wir lieben lernen? Und da kommt eben dann eben auch die Philosophie dann wieder ins Spiel. Und das ist das, was wir am Anfang eben gemacht haben. Und das fand ich halt allein, das schon war für mich ein Prozess. Und ich musste dann auch für mich erstmal schauen, kann ich damit, ist es das wirklich für mich? Aber mittlerweile fühle ich mich da super wohl mit. Und ich glaube, das ist genau, dass wir da genau das richtige ja, Thema für mich gefunden haben, was auch gut zu mir passt. Und genau, also wir haben das Alltägliche gefunden und gar nicht das Philosophische genommen, sondern wirklich geschaut, was können wir aus dem Alltag der Menschen nehmen, um eben die Philosophie wieder reinzubringen. Genau, weil wir haben uns angeschaut, was für Probleme haben die Menschen gerade konkret, ja? Und da geht es eben um Beruf, aber es geht eben ganz viel ums Zwischenmenschliche, ja? Um wichtige Menschen, die es sind. Und die Philosophie hat total viel dazu zu sagen, wie man gelungen menschliche, tiefe, innige Beziehungen machen können. Dann haben wir dazu eine YouTube-Anzeige gedreht und haben dir dann sehr speziell schon Leuten gezeigt, die von sich aus ja, schon zeigen, sie interessieren sich für dieses Thema. Das ist ja so toll mit YouTube-Anzeigen. Wir können Leute abholen, die von sich aus schon gezeigt haben, sie interessieren sich für dieses Thema. Und du sagst, du bist jetzt total gerne im Google-Anzeigen-Manager unterwegs. Mit wem sprichst du denn mittlerweile mit deinen Anzeigen an? Wissen, dass die ADA ein Publikum anspricht, wo es darum geht, gelungene Beziehungen richtig lieben zu lernen mit der Philosophie. Welche Leute sprichst du an? Meinst du von demografischen Daten? Ja, genau. Also hauptsächlich Männer mittleren Alters und auch das hat mich super überrascht, weil ursprünglich dachte ich, okay, vielleicht sind es eher die Frauen in ihren 30ern, die sich von mir angesprochen fühlen und das fand ich halt auch so super spannend, diesen Prozess mit dir zu gehen, zu schauen und auch die Möglichkeit zu haben, durch Google Ads zu schauen, wem spricht eigentlich das an, was ich eigentlich mache und da auch so eine kleine Marktrecherche daraus machen zu können. Also man hat irgendwie so zwei Fliegen mit einer Klappe, die man schlägt und man kann eben, genau, hauptsächlich Männer mittleren Alters spreche ich an. Das ist total spannend, aber ich versuche jetzt auch immer weiter zu testen. Also das finde ich auch spannend, dann zu gucken, wie man vielleicht auch mit anderen Interessensgebieten oder ja, Zielgruppen da auch nochmal rausfinden kann, wer sich noch dafür interessiert. Ja, denn ne, richtiges Lieben lernen, richtiges Miteinander, das braucht alle. Und du bringst halt unglaubliche Tiefe dadurch rein, weil du halt
also eine studierte Philosophin, du liebst auch die Philosophie. Ja, das merkt man mit jedem, also mit jedem Satz, mit dem wir da gesprochen haben. Wenn die Leute mehr darüber erfahren möchten, deine Sichtweise auf richtiges Miteinander, richtiges Lieben lernen unter Philosophie, wie können sie dich erreichen? Einmal auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal einfach Ada Aust eingeben und dann findet man mich. Und ja, sehr, sehr gerne auch mein kostenfreies Liebestraining, sich für mein kostenfreies Liebestraining anmelden. Da erfahrt ihr auf jeden Fall mehr über, wie Liebe und die Philosophie unsere Beziehungen nachhaltig bereichern können. Den Link dazu, den packen wir jetzt auch hier dabei. Da kannst du kannst du dich eintragen bei der Ada. Und wenn auch du YouTube-Anzeigen mit mir gemeinsam aufbauen möchtest, damit deine Botschaft genau zu den richtigen Leuten kommt, dann buch dir einen Termin bei meinem Team und mir. Den Link packen wir auch hier runter. Und Ada, Marketing macht Spaß, ne? Ja, absolut, absolut. Und wenn man dann noch nette Menschen um sich rum hat, die mit einem die Erfolge feiern, macht es noch viel Spaß und darum meldet euch bei Ada an. Ada, schön, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte.